Da. Ja, willkommen zurück zu Super Mario Bros. 2 Mega Mario X. Ja, gut, genug gesungen. Ich denke, ihr seid nicht wegen meines Gesangs hier, sondern wegen des Spiels hier. Willkommen zurück zu Super Mario Bros. 2 Mega Mario X, dem Super Mario World ROM Hack, wo quasi die Inversion von den Super Mario Bros. 2 Endbossen stattfindet. Wir haben tatsächlich 7 Bosse besiegt. Das heißt, ein Boss bleibt übrig und das ist Ward. Das ist aber nicht das große Finale. Also ich glaube es zumindest nicht, würde mich zumindest wundern. Denn wir haben ja auch noch am Anfang Bowser gesehen, der mit Ward Pläne geschmiedet hat. Das heißt, es wird auf jeden Fall nach dieser Welt weitergehen. Aber erstmal wollen wir den Showdown mit Ward. Und dazu müssen wir seine Welt überqueren und ihn erstmal erreichen. Und das beginnt erstmal mit Haunted Mountain. Interessant. Wir sind also in den Bergen. Und wieder Crash Bandicoot Musik. Das ist ja krass. Und Geister. Schallgeist. Geistergeist. Hätte jetzt nicht gedacht, dass sie wieder Crash Bandicoot Musik bringen. Hallo? Okay. Ah, ich verstehe, ich hätte den Bob-Bomb nehmen müssen. Okay, gut, zu spät. Kann man nichts machen. Ein Wasserbereich. No, da kann man nicht rein. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Oh, oh Gott, immer diese Buhus. Oh Mann, ach, bin ich blöd. Absolut blöd. Nein. Diesmal nicht. Ich habe komplett vergessen, dass die Mechanik hier in Mega Mario X beim Schwimmen so richtig schlimm ist. Aber so richtig, richtig schlimm. Okay, hier kann man rauf. Sehr schön. Also bisher ziemlich einfach für eine Ward-Welt. Ja, sagte und ließ sich treffen, aber das ist natürlich einfach nur ein unglücklicher Umstand. P-Switch, den brauchen wir. Alter, die Mechanik, ne? Ich sag jetzt lieber nicht mehr, dass es so einfach ist. Okay. So, back in action. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Ich sollte auf jeden Fall zusehen, dass ich die Feuerblumen behalte. Die beiden Feuerblumen. Also muss man taktisch vorgehen. So. Na gut, ich habe jetzt die andere Acorn nicht. Bringt eigentlich nichts, aber zumindest können wir sie lokalisieren. Also die erste Acorn. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Okay, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Okay, das war einfach zu knapp. Da ist noch... Ah, ja. Deswegen brauchen wir die Acorn. Und deswegen brauchen wir den P-Switch. Okay, hier geht's unten durch. So, dann geht's weiter. Ich hoffe, es kommt ein Checkpoint, das wäre sehr gut. Ich komme. Ich dachte schon, wie komme ich denn da rauf? Das Spiel kann ja nicht so verbuggt sein, das kann ja nicht so unvollständig sein. Das hätte mich schon gewundert.
Immerhin, ich habe ihn getötet. Da links geht's auch weiter. Okay, war das ein Alternativgang? Ja, ich komme auf jeden Fall da nicht durch. What the heck? Ich krieg's nicht hin. Also doch. So geht's. So geht's nicht. Wisst ihr Bescheid? Okay, P-Switch. Aber es ist ganz schön verzweigt hier, ne? Ich habe schon das leise... Nein. Also hier wäre nur ein A-Coin zum Weiterkommen. Mit dem Weiterkommen hat es nichts zu tun. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ja, es geht nur hier rauf, ja. Hier ist es richtig. Oh, ist das gemein. Okay, das war wirklich sehr, sehr knapp. Wirklich sehr knapp. Okay, das ist das Ende. Also zumindest habe ich den Eindruck, dass es das Ende ist. Genauso ist es. Genauso ist es. War jetzt nicht super schwer. Einfach alles nur ein bisschen unglücklich, beziehungsweise kannst du natürlich nicht einkalkulieren, was da kommt. Aber egal, wir machen weiter mit Twisted Mansion. Okay, oh Gott, nein. Ghost House. Oh Mann. Das kann nur noch besser werden. Definitiv. Big Boo. Zumindest müsste ich einen Wirbelsprung einsetzen. Aber es ist jetzt nicht relevant. Wobei doch, wenn ich ein weiteres Leben haben will. Aber ich habe ja einen. Ach, jetzt ist das Ganze. Ah, jetzt ist das Ganze falsch rum. Also kopfüber. Ah. Also auf jeden Fall geisterhauswürdig, muss man sagen, an der Stelle. Echt kreativ. Und das eher weniger kreativ. Aber die kriege ich wieder. Wie schön. Ich freue mich, hätte auch zwei haben können. Ach, auf die kann man gar nicht springen. Okay. Das ist interessant. Ist da eine weitere A-Coin? Oder was ist hier? Ein P-Switch. Ja, hier könnte es zum Beispiel sein. Tatsächlich. Ja. Ja.
Dümmer kann man nicht sein. Na gut, die restlichen A-Coins habe ich gar nicht geholt. Ich bin irgendwie ein bisschen inkonsequent, was die A-Coins betrifft. Können wir das so zusammenfassen? Na, was soll's. Ich habe einen Checkpoint. Der Rest interessiert mich nicht. Aber das interessiert mich. Ja, die Frage ist, okay. Die Frage ist, brauche ich das Cape überhaupt? Weil das ist ja random sozusagen erschienen. Durch einen Zufallsmechanismus. Hätte auch ein Stern sein können, hätte eine Feuerblume sein können. Hat man ja gesehen. Und hier brauche ich tatsächlich den Wuhu. Aber selbstverständlich will er nicht so ganz. Ist das euer Ernst? Ja, das ist euer Ernst. Hat er mich gerade getroffen? Das wäre richtig ärgerlich. Nein, Gott sei Dank. Das wäre es ja noch gewesen. Oh, Mann. Oh. Nein, ne? Warum? Warum? Oh my goodness. Mit jedem Raum wird es zunehmend schwieriger. Aber wir haben es geschafft. So, ich dachte, man kann in die Wolken rauf. Das sah so ein bisschen aus. Aber egal, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Twisted Mansion ist jetzt nun, haben wir es endlich nun geschafft. Und jetzt kommt Graveyard. Der Höhepunkt sozusagen, also fast der Höhepunkt. What the heck? Was ist das denn? Da war ich gar nicht vorbereitet. Mutter. Was ist das denn? Okay. Sehr gut. Der dreht sich nicht um. Doch, der dreht sich um. Das macht nichts. Das ist normaler. Moment mal, was ist. Ach so. Ach so, ach so, okay. Ist es vielleicht Tuhu-Musik? Zumindest erinnert mich das so ein bisschen daran. Oh, das ist eng. Das ist eine enge Kiste. Diese Galumbas sind echt geisteskrank. Oh, Checkpoint, aber ich brauche ein Leben, sonst kann mir der Checkpoint, der bringt mir denn nichts. Aber die Musik ist so geil, das muss Tuhu-Musik sein, oder? Wow,
Wow. Wow, nein, nein, nein. So. Bin wieder zurück. Und das ist nicht einfach. Aber die Musik ist geil. Das muss Tuhu-Musik sein. So, das war dieser Freak hier. Oh. Bitte lass nicht wieder diesen Gumba, Galumba da kommen. Weil das ist die Höhe. Meine Fresse, du. Ich hab Angst. Das kann man wohl verstehen. Und dann mal ein Pilz. Egal. Einfach egal. Ich hab's geschafft. Und das ist die Hauptsache. Oh Mann. Ward's Creepy House. Wir haben endlich Ward erreicht. Den Fiesling aus Super Mario Bros. 2. Hier steht's auch dick und fett zwischen Triclide und Ward selbst. Ja. Das dürfte interessant werden. Ich bin mal gespannt, ob er vielleicht leicht modifiziert ist oder ob er genauso ist wie in Super Mario Bros. 2. In Super Mario Quattro Jugadores ist er, glaube ich, gleich in Super Mario Bros. X. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle geht's noch. Wahrscheinlich in anderen Raum-Hacks gibt's den auch. Aber mal schauen, wie er hier ist. Schon wieder ein Geisterhaus. Natürlich. Wie sich's auch für ein Geisterhaus gehört. Und ja, der Ward hat sich schon hier gemütlich gemacht. Alter! Die ganze Sippschaft ist hier. Ja. Was erwartet mich hier bloß? Ein P-Switch. Das ist relativ einfach. Okay, jetzt ist es alles wieder... alles wieder kopfüber, oder wie ist es? Ja, sieht danach sehr danach aus. Kommt. Ja. All die Mühe umsonst. Denn eigentlich geht's hier weiter. Logischerweise. Aber... ich war doch hier. Okay, das ist ein Rätsel. Okay, es wäre auch, ganz ehrlich, es wäre auch viel zu einfach. Viel zu einfach, wenn man es einfach so schaffen könnte. Frage ist, wo genau muss ich lang? Da schon mal nicht. Was? Okay. Wo ist er? Ah, natürlich. Ja, Mann, erstmal P-Switch. Hä? Okay. Okay. Ich befürchte, ich... sag nicht, ich... nein, ich brauche die.
so, ah, nee, Quatsch. Okay, ich dachte schon, nee, wahrscheinlich ist da oben eine A-Coin. Die einfach blöd platziert ist. Ist es hier richtig? Bin ich hier richtig? Nein. Okay. Da oben muss eine Arkon gewesen sein, aber so blöd, wie ich mich anstelle. Gut, zumindest ist er fair genug und lässt einen hier durch. Also lässt einen das Level schaffen. Aber gut, das ist ja sowieso nee, das ist noch nicht die Endboss-Stage, oder? Doch, das ist die Endboss. Ja, doch. So, meine Frage. Wobei, bin ich hier, ist es jetzt ein Rätsel? Nein, da ist die letzte A-Coin. Ah, ich verstehe. Und hier könnte ich auch nicht wieder nach oben. Okay. Ich gehe jetzt mal hier mal absichtlich durch. Okay, ich brauche den Wuhu. Komm mal kurz. Noch ein bisschen hier. Danke. Danke, Kollege. Aber. Achso. Warum habe ich es nicht gemerkt? Warum? Achso, das ist eine ganz andere Stelle. Das ist eine ganz andere Stelle. Genau, wir kicken jetzt einfach mal alle Türen raus. Was? Aber ich bin doch jetzt gesoftlockt. Sag nicht, dass das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst. Leute, ich habe keine Lust auf sowas. Nein, Ich traue dem Ganzen nicht. Achso, am Ende wartet ein A-Coin auf mich. Ich habe sogar 4. Ich muss das Ganze nochmal machen. Come on. Ich weiß zumindest, worauf es jetzt ankommt. Ah, okay. Das sieht richtig aus. Es sieht nach einem Bosskampf aus. Ist aber noch keiner. Wir werden erstmal noch ein bisschen gequält.
Ist ja auch schließlich der Showdown mit Ward. Das muss sich ja irgendwie auch lohnen, ne? Okay. Ich verstehe. Man muss ja mal aufpassen. So, jetzt. Okay. Wow. Nicht schlecht. Oh. Pauspickiger Buhu. Und jetzt. Nicht schlecht. Ist auch mal was. Das ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende. Das ist jetzt das Ende. Das war ein Fehler. Ah, genau, dasselbe. Das muss genau in sein Maul sein. Das ist Ward, Leute. Es ist Ward. Okay, getroffen. Konzentration. Warum? Ich trenne mich ungern von meinem Gemüse, wisst ihr? Shit. Wie soll ich denn das Gemüse jetzt kriegen? Das fällt doch immer runter, wenn ich weglaufe. Okay. Oh, what the heck? Knapp. Oh Mann. Okay, es war natürlich klar, dass es nicht so einfach wird. Geduld. In diesem Kampf braucht man Geduld. Okay, nicht getroffen. Viermal sind es, glaube ich, gewesen. Fünfmal. Wow. Oh, Mist. Ugh.
schon 6 oder 5? Oder ist das 5. Mal? Also man musste ihn im Original, glaube ich, mindestens 6 Mal treffen. Das war beinahe. Messerschneide. Das waren jetzt 6 Mal. Und er lebt immer noch. Also der ist auf jeden Fall ein bisschen erschwerter. Zumindest was das Treffen angeht. Den musst du jetzt auf jeden Fall öfter treffen. Es wird immer brenzlicher. Oh, das war zu früh. Das muss perfekt getimed sein. Ich hatte ziemliches Glück mit dem Timing, muss ich zugeben. Diesmal habe ich Pech. Perfekt getimed sein. Oh, ich hab's nicht genug bekommen. Oh, was mache ich da? Ich werd nervös. Ich hab zwar die Kontrolle, aber ein Fehler und das war's. Und er ist immer noch nicht down. Er ist immer noch nicht down. Was ist das für ein krasser Boss? Vielleicht mache ich keine Onions. Oh Mann, Leute. Oh Mann, warum so knapp? Magst du grüne Paprika? Das war's! Krass! Leute, das war jetzt. Das waren jetzt die regulären Super Mario Bros. 2 Bosse. Wir wissen, es kommt noch ganz, ganz dicke. Weil wir haben noch Bowser vor uns. Das ist mir alles viel zu einfach. Was? Ach, okay. Einfach mal übers Ziel fliegen. Man kennt es. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt passiert. Auf jeden Fall so eine kleine Preview, was jetzt kommt. Weil das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Ja, bitte. Ich glaube, ich muss auf Mario Choose Your Path. Wir müssen ja erstmal zurück zur Prinzessin. Wollen wir wetten, dass sie entführt worden ist? Sie ist nicht da. Ein Brief von Bowser. Die Prinzessin und ihre dummen Toads wurden von mir geschnappt. Und du wirst sie nie wieder finden. Das wollen wir sehen. Das war klar. Ich hab's gesagt. Ich hab's schon prognostiziert. Beat 8 bosses to open the gate. Was? Ach so. Ich verstehe. Ich hab die 8 Bosse besiegt. Und dadurch kann ich jetzt da rein. Ist das jetzt, kommen wir zu einer Welt rein? Tatsächlich, wir. Oh, das sind. Sorry, Mario, aber die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Aber der Weg zu Bowsers Schloss ist durch diese Röhre. Komm und geh und rette sie in Bowsers Castle. Okay, Toads.
Ich werde sie retten. Ich werde sie retten. Da ist es. Das Schloss von Bowser. Das große Showdown. Aha. Damit hat sich ein neuer Pfad geebnet, den wir wählen können. Yeah! Leute, es gibt also tatsächlich noch eine letzte Welt und diese Karte hier passt auch perfekt zu Dr. Wily, wie gesagt, Mega Mario X, beziehungsweise Mega Mario und Mega Man, orientiert sich an Mega Man, Mega Man X, also zumindest die Auswahl der Stages. Und jeder, der Mega Man kennt, weiß, wenn man die 8 Bosse besiegt hat, kommen noch zusätzliche Stages mit Dr. Wily oder mit Dr. Kosak, wie der heißt. Oder Mr. X, je nachdem, welchen Mega Man Teil ihr gespielt habt. Und das soll sozusagen das Ganze so ein bisschen kopieren, zumindest was die Karte betrifft. Und im nächsten Part werden wir uns auf jeden Fall auf den Weg ins Schloss machen und die Prinzessin retten. Seid auf jeden Fall dabei. Nicht verpassen, Like da lassen, Abo da lassen und Glocke aktivieren, damit ihr nicht das möglicherweise große Finale von Mega Mario X verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao.